Grüezi und herzlich willkommen zu meinem nächsten X-Men 11 Video und hier in Moskau Flughafen Sheremetyevo. Ich wurde angefragt, ob ich mal ein Tutorial mit der nicht Airbus, sondern mit der Boeing 747 machen könnte. Und ja, aus diesem Anlass mache ich auch gleich mal einen Flug mit der Airbridge Cargo. Dieses Unternehmen oder dieses Cargo-Unternehmen fliegt praktisch weltweit. Drehkreuz ist Moskau und heutiger Zielflughafen ist Frankfurt. Flughafen Sheremetyevo ist eine Payware, sehr detailliert, X-Life kompatibel. X-Life ist auch geladen. Und ja, so sieht dieser Flughafen aus. Es kommt mit sehr viel detailreichen Texturen und Objekte. Zusätzlich habe ich noch die Szenerie Moskau City geladen. Man sieht hier so die Moskau City Skyline. Und ja, wenn man da ein bisschen zurückscrollt, hat man die bekanntesten Objekte oder Gebäude von Moskau, also auch der Rote Platz hier zum Beispiel, wenn ich das mit dem Zoomen schaffe. So, da wäre der Rote Platz und hier der Kreml und hier, ich denke, das ist einfach Finanzsektor, Wohngebäude, dann ja, halt einfach aufgehübscht, weil anscheinend, oder nicht anscheinend, es ist ziemlich karg, wenn man einfach Standard lädt. Da hat es nur ein paar Häuser, 3D-Objekte und darum habe ich das gemacht. Aber um das geht es ja nicht. Wir wechseln wieder zurück zu unserem Flieger, die Boeing 747 F8. Und ich wechsle mal ins Cockpit. Von, wie heißen die, Supercritical Simulation Group. Das ist die neueste Version, die ich jetzt mal runtergeladen habe. Und als erstes werden wir jetzt mal das Flugzeug konfigurieren. Wir haben hier dieses Tablet eingebaut und hier unter Optionen kann man einige Sachen machen, wie zum Beispiel das Gewicht in Pounds umstellen, das mache ich gleich. Hier die Cargo, also die Doors zu- und aufmachen, GPU disconnecten, dann eine Uhr, Fuel, Payload. Was wir jetzt machen, ist mal Payload. Ich mache mal sehr schwer, 100% Payload und dann muss ich hier auf Load Aircraft klicken. Das, was man hier sieht, das gehört nicht zum Flugzeug. Das ist von Yard Design das Ground Handling. Aber die Animationen sind ziemlich gut. Darum habe ich das jetzt auch noch mit aufgeladen. Das passt. Das Set ist gleich dabei. Es passt also alles. Und ja. Ja, genau. Also das Interieur sieht auch richtig gut aus. Man kann gewissermaßen da ein bisschen hineinfliegen. Da, ja, soweit es geht. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt gefüllt. Ja, da sind wir so, schon wieder draußen. So, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Okay, als erstes schalten wir mal das Flugzeug ein. Dazu wechsle ich hier auf dieses Panel da oben. Zuerst müssen wir mal die Batterie einschalten. Hier auf Standby Power mache ich auf Battery. Oder ihr könnt es auf Auto, ist egal. Machen wir auf Auto. Dann External Power ist schon angeschlossen. Können wir auf Automat, also einschalten. External Power. APU starten wir noch nicht. Navigation oder IRS auf Navigation. Ob das jetzt wirklich eine Funktion hat, weiß ich nicht. Es ist anscheinend schon relativ selbstständig allein. Utility auf On. Dann die ganzen, das Boost-High einschalten. Hydraulik, das können wir mal ausgeschaltet lassen. Dann gehen wir darüber. Die Fuel Pumps können wir auch so drin lassen. Hier mache ich das Anti-Ice, mache ich alles auf Auto.
Ja, und ihr könnt diese Schalter entweder mit der Maustaste klicken, ziehen, das ist ein bisschen speziell, oder mit dem Mausrad, das geht auch. Mausrad oder da, dasselbe mit den Knöpfen. Entweder klicken, die Richtung anklicken oder mit der Mausradtaste. So, dann wir waren hier Window Heat on. Lights, external Lights machen wir, lasse ich so. Ja, Damper on. Und der Rest kann man alles auf automatisch gesetzt lassen. Also die Cabin Pressure Control, Bleed Air und so weiter. Hier sind die Packs, also hier sind die Bleed Air, die kann man jetzt auch noch auf Off lassen. Dann kommen die Lichter, Beacon ist off, Navigation off, Strobe off, Wing Lights on, Logo on und der Rest ist okay. Gut, jetzt haben wir auch schon was im Display. Hier machen wir das Caution weg. So, dann fange ich mal hier mit diesen Primary Displays an. Diese Knöpfe sind nicht aktiv. Das Primary könnt ihr umschalten hier rüber, über diesen Knopf. Dann gibt es hier die Minimums, die ihr angeben könnt, also für die Landung, Decision High. Hier kommen die Navigations- oder hier kommt der Navigationsbutton. Beim Navigationsbutton einfach drehen wieder, also zu meinem Flight Plan, Map for Approaching und so weiter. Wir schalten jetzt mal auf Plan um. Center könnt ihr auch anklicken. Dann könnt ihr da dreimal klicken, seid ihr wieder am generellen Navigation Display oder ja, hier das quasi zentriert, wo man im Zentrum ist. Und hier hat man noch eine Anzeige von der Flughöhe. Also eine horizontale Sicht. Horizontal, ja. Ja, so horizontal, vertikal. Okay. Range ist klar. Range könnt ihr auch drehen. Ihr seht das anhand hier der Nummer, wie weit das der Range geht. Der innere Ring wäre jetzt 320 Meilen. Äußere Ring 640. Traffic aus oder DECAS off. Traffic Alert. Dann habt ihr hier die barometrischen, also die QNH Settings. Da kann man drehen. Hier QNH ändern. Drücken ist wieder Standard. Und bei Barometer könnt ihr wechseln zwischen Inches oder Hektopascal. Also das lasse ich mal auf Hektopascal. So, hier mal zum Display. Dann komme ich zum Autopiloten, komme ich später. Dann haben wir hier nochmals diese Center Displays. Die kann man folgendermaßen ansteuern. Hier rechts hat man Left Inbound, Center und Right. Wenn ihr das auf Left lasst, dann könnt ihr hier diese verschiedenen Staaten abrufen. Dann wechselt hier dieser Bildschirm. Das da, Hydraulik und so weiter. Rechts wäre das da. So. Und Center wäre dieser Bildschirm. So, wenn man das auf Navigation wieder zurückstellt, dann passt das. Ich mache das immer so. Ich lasse die auf Navigation. Die sind getrennt. Das ist schon mal schön. Center nehme ich. Und dann hat man hier diese verschiedenen Staaten, wo man abrufen kann. Also ELEC, Fuel, ECAS, beziehungsweise Bleed Air, Flight Controls, Hydraulik, Doors. Man muss die Knöpfe ein bisschen. Manchmal ist es nicht gerade auf dem Knopf. Gear. Information geht nicht. Dann haben wir hier noch eine Funktion Checklists. Und wiederum die Navigation. So, aber das in der Mitte lasse ich an, so für die Kontrolle von den Objekten oder von den Staaten. Genau. Da jetzt kommen wir zum FMC. Das könnt ihr aktivieren, indem ihr einfach auf FMC klickt. Es ist Navigraph-kompatibel. ARAC 1803 ist aktiv. Und jetzt machen wir mal eine Position Init. Reference Airport ist Moment, UUEE.
für Sheremetyevo. Gate weiß ich nicht, das passt. Dann zu der Route. Origin ist Sheremetyevo. Destination ist Frankfurt Main EDDF. So, dann haben wir noch den Flight Number. Das ist für Airbridge Cargo ist, glaube ich, ABW. Jawohl. ABW 556 ist unsere Flugnummer. So, und dann kann ich das aktivieren und auf Exec klicken. Dann habe ich hier die Route mal als direkter Link ohne Wegpunkte. Diese Route kann ich jetzt einzeln abtippen, normal wie immer. Also ich gehe auf Route 1, dann gebe ich hier die Airways an und den Wegpunkt und so weiter und so fort. Oder ich gehe zurück wieder, noch hier Index, Position, Route. Ich kann mir das abspeichern. EDDF. Das habe ich da bereits abgespeichert. Das habe ich dann. Ich beschreibe das, wo der Speicherort ist. beschreibe ich noch in der Beschreibung. Sorry. Gut. So, dann fragt er nach dem Laden. Ja, ich möchte das laden. Und das ist jetzt bereits aktiv. Hier unsere Wegpunkte. Und ja. Die nächste Seite, hier haben wir immer 1, 2, das bedeutet, es hat noch eine Seite. Genau, das ist jetzt die Route 1. Und jetzt kann man diese Route da eigentlich ab mit Step. Also hier am besten geht ihr auf Lex, dann geht ihr die Route ab. Zoomt ein bisschen ran. Range, wo ist das? Hier. Die Route ist dann auch in der Beschreibung. Okay, dann könnt ihr da Step für Step da durchklicken. Frankfurt, ja, passt. Dann Route, genau, da waren wir jetzt bei der Route. Flight Number, okay, das habe ich jetzt geladen. Flight Number habe ich jetzt wahrscheinlich nicht quittiert. ABW 556, so, activate, yes. So, das passt jetzt. Gut, kommen wir zum nächsten. Das wäre hier mit Menü einfach wieder auf zum Index. Position haben wir gerade gemacht. Performance machen wir jetzt auch gleich. Nochmals kurz: Wenn ihr ins Menü geht, gibt es dieses Initialize. Das bedeutet einfach, dass ihr alles wieder zurückstellt. Also dann vergisst, also dann löscht ihr wieder alle und fängt wieder von vorne an. Einfach um das hier gesagt zu haben. Performance. So, wir haben diese Crossweight. Wir machen hier einen Trip mit Flight Level 360. Zero Fuel Weight müsst ihr nichts eingeben. Reserven, das müsst ihr angeben. Wie viele Reserven möchtet ihr haben? Ich nehme mal jetzt mal 15.000 Pounds. Kostindex nehme ich mal 50. Vielleicht falsch, aber egal. So, jetzt haben wir hier einen Plan, wo wir haben aktuell 25 geladen, also 25.000 Pounds, und wir brauchen Minimum 69. So, und jetzt muss ich noch das Crossweight hier anklicken, damit der Zero Fuel Weight aktualisiert ist. So, jetzt müssen wir das noch betanken. Wir haben CGMAC von 17,2. Rund 70.000 brauchen wir, damit wir noch 15.000 Reserve haben für diesen Trip mit diesem Weg. Es wäre vielleicht noch ratsam, wenn man vorher dann noch die Departure-Route und Arrival-Route eingeben, aber das ist jetzt nicht so schlimm. 15 reichen. Fuel, wir haben gesagt 70.000 können wir auf Load klicken, das geht irgendwie nicht. Fuel Preselect, das schnalle ich jetzt nicht selbst. Ich gehe da immer auf Manual. Wir haben da 70.000 Pounds gesagt, brauchen wir. Setzen wir so hin, 70.000, und sagen dann Load Fuel. So, jetzt wird geladen. Von außen kommt hier dieser Tanklastzug. Und ihr seht jetzt auch, die Animation hat aufgehört. Sie sind jetzt da in die
haben fertig geladen, betankt wird jetzt noch. In der Realität geht das natürlich nicht so schnell. In Wirklichkeit würde es 1 Stunde dauern, wenn man das Flugzeug voll betanken würde. Also das geht dann relativ zackig hier. Okay, 100% voll beladen. Und ja. So, widmen wir uns weiter mit unserem FMS. Das haben wir jetzt. Der Rest können wir lassen. Step Size, das könnte man auch eingeben, glaube ich. Das sind Meter. Etwas mit Runway, das können wir aber lassen. Dann gehen wir in Thrust Limit. Das wird alles automatisch befüllt. Hier das Selection Temperature ist 1 Grad. Takeoff Thrust Limit ist auf Takeoff. Man hat Takeoff 1, Takeoff 2, das heißt jeweils minus 10%. Wir lassen, weil wir schwer sind, alles auf Takeoff. Und auch dasselbe mit dem Climb. Takeoff ist jetzt 103 Decimal 1 für den Takeoff Thrust. Das ist okay. Dann Takeoff References. Wir starten immer standardmäßig mit 20, Flaps 20. CGMAC ist gesetzt. Trimmung 7,5. 7,5 ist auch automatisch drin. Passt. Geschwindigkeit der Referenzen sind auch drin. Wir haben bei V1 146. V-Rotate 161, V2 174 Knoten. Position Shift, das könnte man alles da sein lassen. So, da gibt es eine zweite Seite, da kann man nicht viel machen. Da könnt ihr noch die Runway Condition angeben, ob trocken oder nass. Und das lasst ihr am besten einfach mal so. Gehen wieder ins Menü. Takeoff haben wir gemacht, genau. Approach können wir noch schnell anschauen. Approach Flaps 25. VRF hat er noch nicht. QNH Landing Select QNH ist auch noch nicht gesetzt. Macht nichts. Jetzt lade ich mal das Ganze aber hier ins X-Live. Das muss ich noch machen. Ganz vergessen. Arrival ist Frankfurt, Flight Level ist 360, sorry. Call Sign ist eben ABW oder wir können gleich Airbridge Cargo uns Airbridge Cargo nennen. So, Airbridge Cargo. Dann können wir den Flugplan da eingeben. Ich habe das jetzt eben leider nicht gespeichert. Ich muss es kurz eintippen. Ich mache das jetzt aber ganz schnell. Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich das komplett Generate Flight Plan mal mache. Ja, genau, das stimmt mit Kerax. Das machen wir so. Dann geht's Richtung Karamonovo heißt das. BG abkürzt. Karmanovo, Entschuldigung. Ich gebe das kurz ein, weil ja. Bis ich das selbst da irgendwo ins Textfile rüber kopiert habe, geht es auch so. Das ist nun die Route, wo ich abgespeichert habe. Das ist die gleiche Route, wie ihr dann in der Description habt. So, das geht ganz, ganz schnell. Nur noch eine kleine Minute. Wir haben es gleich.
Kerax haben wir, ja, genau. So, dann send plane to ATC, fly plane was submitted successfully. Perfekt, also können wir das schließen. Und hier mache ich mal diese Ansicht, dieses Panel schiebe ich da ungefähr hier hin. Dann mache ich mal die Attis. In Sheremetyevo haben wir Information Zulu. Genau. Runway News ist Runway 07 right or left? Das wäre jetzt noch schön zu wissen. Sheremetyevo. Runway. Was haben wir eigentlich für einen Wind? Sechs Knoten. 110. Transition Altitude ist 4570. So. Was habe ich jetzt hier für eine Departure? Runway 06. Wir haben hier 07 und in den Charts 06, also gut. Also right ist die längere Startbahn, dann nehme ich right. Dann mache ich mal hier ein Rate Departure Check und EDDF gehen wir über Runway 07 Center Landing Transition 5000 9 Knots. Okay, gibt ein kleines Windchen noch dort, aber sonst passt das. So, jetzt mache ich mal hier Delivery Departure Radio Check. Airbridge Cargo, Sheremetyevo Delivery. Hello, Sheremetyevo. reading you 5x5. Ja. Request Clearance. Airbridge Cargo, Sheremetyevo Ah. Delivery, wrong QNH, set 1007. 007. Das machen wir natürlich. 007. So. Airbridge Cargo, Sheremetyevo Delivery, cleared to Frankfurt. Runway 07 left, via departure. Initial altitude Departure hat er nicht, da machen wir 6570 feet, squawk Seven Right. 3173. Airbridge cargo, Sheremetyevo delivery, cleared to Frankfurt, runway 07 right, via departure. Die Initial Departure gibt altitude es nicht im 6570 X-Live hier. feet, squawk 3173. Dann Initial 6570, read back, okay. Correct. Contact ground on 118.350 when ready for push and start. Gut, dann muss ich mir die selbst raussuchen. Hier die Departure gibt es leider nicht, macht nichts. Okay, ich gehe hier auf Departure. Departure ist jetzt über Runway 06 right. Wir haben es leider nicht. 07, das ist wahrscheinlich irgendwie ein kleiner Fehler. Dann haben wir Departure auf Buzarovo 5G, AR 5G, hier AR 5G, Transition Route wäre dann hier, wie das heißt da. Wo sind die Transitions? Karmanovo. So, die Transition Karmanovo wäre BG. Dann kann ich hier auf Exec klicken. So, das passt. Hier ist die Startroute. Genau, wir fliegen dann eine Linkskurve. Jawohl, das passt. Okay. 06 right. Okay, Takeoff Speed deleted. Gut, das ist ein guter Punkt. Dankeschön. Dann haben wir gesagt, in Frankfurt nehmen wir mal voraussichtlich folgende Arrival.
Da kommen wir über Kerox. Und bei Kerox gibt es da verschiedene Landearrivals. Für 07 Center nehmen wir einfach jetzt mal für das Arrival ILS 07 Center. Kera 1, only for aircraft type Boeing 747. Und so sind wir eine. Das wäre Kerox Tree Hotel. Nur für das Transition Kerox selected und da gibt es Transition Tau ILS ist das wahrscheinlich, RID. Dann würde ich sagen, gehen wir über Tau. Das ist Taunus. Tau. So. Gut, haben wir und machen ein Execute. So, jetzt mache ich ganz kurz noch eine Leck. Ich sage da Step by Step starten. Das Ganze durchfahren. Irgendwo kommt jetzt Kerox. Da Arnix, Kerox, Top of the. Ah, da mache ich irgendwie so einen Schwenker, aber da mache ich da sonst einen Direct. Kerox, PSA. Ach, da gehe ich da über Tau. Okay. Ah, das wäre Kerox Tree Hotel. Sonst müsste ich Kerox 2 Mike nehmen. Das würde auch gehen. Aber das schaue ich dann noch in der Luft an. Das lasse ich jetzt mal so. Gut, er hat jetzt mir noch geschwatzt, dass die Take-off-Geschichte gelöscht wurde. Ja. Die wurden alle gelöscht. So, Runway Remaining ist hier noch alles automatisch aktiv. V1 ist 146, 161 Rotate und 174. Gut. Gut, dann messen wir hier auf Map. Wir stehen da und Initial Altitude war 6000. Was war das jetzt genau? 6500. Ja, das machen wir. 6600 ist okay. Okay, dann hätten wir QNH. So, und jetzt können wir hier auf die Checkliste mal wechseln. Ich habe hier mal die Checkliste da vorne und jetzt können wir diesen Pre-Flight-Check mal ausführen. Wir haben Oxygen, Parking Brakes ist set, Fuel Control Switches cut off. Oxygen haben wir getestet, Flight Instrument Heating ist 06. So, Speed, Initial Speed ist 220. So, auch das ist gesetzt. Dann gehen wir hoch mit Vertical Flight Director on. Vertical Speed mache ich mal auf 2900. Wir starten da mal mit Vertical Speed. Faun auf und so fliege ich dann, versuche ich dann während dem Flug. Gut, dann haben wir das soweit drin. Hier kann ich sogar, wenn ich den Range da nah genug anzoome, habe ich sogar den Flughafen. So. Flight Instrument Altimeter Heading haben wir gemacht.
Das können wir jetzt selektieren. Pre-flight checklist is completed. Before start flight deck doors are closed. Dann können wir uns die Türe mal anschauen. Closed door entry. So, da können nämlich alle wegfahren. Passenger Signs, das ist hier, Auto, Seatbelts on. Ach, ich habe noch vergessen, QNH zu setzen, das Quark zu setzen, das wäre 3173, das ist da irgendwo, 3, So, ist auf Standby. Ist auch okay. Dann haben wir das gemacht. MCP Heading Altitude haben wir gesetzt. Takeoff Speed haben wir gesetzt. CDU Preflight Checklist haben wir gesetzt. Trimmung ist gesetzt. Taxi and Takeoff Briefing haben wir completed. Beacon, schalten wir den Beacon an. Dann würden wir jetzt die APU starten. Hier mal den Status abfragen. So, APU startet gerade hoch. Dann können wir hier auf APU Generator wechseln und externe mal abschalten. Die externen Generatoren können wir jetzt auch abhängen. Disconnect. Hier können wir jetzt die Checklisten resetten. So. APU läuft. Dann Hydraulics auf Auto. Available ist es. Engine auf on. Bleed air on. PAX on. Engine bleed air on. Beacon auf both. So, wieder die Checkliste. Beacon, yes. Before taxi. Okay, wir haben jetzt eigentlich das Flugzeug soweit vorbereitet. Hier kann man hier noch die Fuel Pumps einschalten. Das braucht man aber im Moment nicht. Doch schalt einfach mal Main 2, Main 4 und Left Right Center Tank einschalten. Ja, Damper ist drin. Navigation on, Strobe ist off. Der Rest passt. Also dann würde ich jetzt mal eine Anfrage an the Ground Request. Taxi, push and start. Airbridge Cargo, push and start approved. Gut, dann können wir nämlich das Push and Start machen. Das mache ich mit Better Pushback. Ground to cockpit, please show me where you want to go. So. Ja, da können wir uns mal führen lassen. Ja, wir müssen da eigentlich nach unten. Dann soll er uns mal so zurückpushen. Mal schauen, ob das geht. Bisschen so schräg, das sollte gehen. Ground to cockpit. Tau is driving up. Gut. Soweit sind wir ready. Wir stehen jetzt halt da ein bisschen, das sind die Statics vom Flughafen. Ja, das Fahrzeug kommt aus dem Gebäude raus, das macht aber nichts.
Gut. Okay, all doors and hatch are closed. Ready to connect. So. Ich muss mal ganz kurz stumm schalten. So, da wäre ich wieder. Ich muss einfach kurz schnell husten. Oh, okay, wir haben das nicht verpasst. So, jetzt machen wir mal diese Ansicht. Parking Brakes releasen. Und wir können die Triebwerke starten. Okay. Also für die Triebwerke brauchen wir die Packs auf off zu schalten. Ja, das ist checked. Valve ist checked. Und dann würden wir hier auf Anti-Ice. Genau. Bevor das ist, bevor Taxi. Ja, wir können jetzt die Triebwerke starten. So, so sehe ich es. Ich fange mit Triebwerke 3 und 4 an. Zuerst die Fuel Control Pumps einschalten und dann Number 3 and 4 einschalten. Gut, 3 und 4 starten, das sieht gut aus, dann starten wir noch die nächsten zwei, 1 und 2. Engine stable, Elec ist stable, also von Engines her okay. So, ja, Oil Temperature ist gut, Oil Pressure ist auch im Normbereich. 1 und 2 sind am Start. So, wir haben eine kleine Maschine hinter uns, die wird jetzt leider überfahren, so wie ich das kenne, von X-Life. Ja, wenigstens wartet die brav auf mich. Ja, vielleicht passt sie noch zwischen den Triebwerken durch. So ganz knapp. Ja, das ist knapp. Ah, das geht gar nicht. Schneidet mir die Triebwerke ab.
Ja gut, ich lasse mich da auch ganz ein bisschen speziell da zurückstoßen. Da vorne würde es jetzt so klappen. Okay, wir haben jetzt FMC Message ist gecheckt, Recall haben wir auch gecheckt. Gut, dann haben wir Packs 1 und 2, 3 ist off on, dann müssen wir die Engine Elec Engine Controls einschalten. Das ist diese Fehlermeldung da. Die müssen wir einschalten. Wir müssen auf Tasten aufmachen und hier auf Norm umstellen. Das ist gecheckt. APU können wir abschalten. Gut, dann haben wir hier Recall ist gecheckt. Autobrakes auf Takeoff, Flight Controls, so, warten wir bis er da fertig, das Taxi fertig ist. Operation complete, set parking brakes is set. Disconnecting now. Please stand by. Dann machen wir die Flight Controls. Rudder ist full left, full right. Speed brakes. Maximum extended. Retracted outer brakes set. So, disconnect. Aileron, full left, full right, neutral, pitch, full down, full up, neutral. So, stabilize ist gemacht, outbreaks is set, FMC message. Tower is disconnected and bypass pin has been removed. Can signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. Thank you, on the left. Wo ist er on the left? Ah ja, der fährt jetzt da noch weg. Gut, Flight Controls haben wir. Ground Equipment ist clear. Ready for Taxi. Ja, der gibt jetzt unsere Handsignale. Jetzt machen wir noch die External Lights. Strobe ist immer noch off. Handsignal. Run, turn off, runway left and right, taxi lights on. So, dann fragen wir mal danach. Request taxi. Airbridge cargo, share Metayevo ground. Taxi to holding short runway 07 right, via Tango Whiskey Yankee, Mike Alpha India November ja. Tango, Tango Whiskey Yankee, Romeo Oscar Uniform Tango Echo. Ja, stimmt auch Tango nicht so ganz, aber das macht nichts. Okay, Alpha, India, November, dann würden wir Taxi machen. Yankee. Parking Brakes off. Range mache ich mal auf 10 miles. Legs before takeoff flaps, ja, das machen wir. So, jetzt folgen wir diese Taxiway. Main 2. Ja,
Ja, das ist ein bisschen anders als hier mit X-Live. Da machen wir Flaps 20. Ungefähre Mitte ist, glaube ich, hier, wenn man ein bisschen da die Mittellinie nimmt, da ein bisschen über das Display, Primary Display. Engines sind alle gut, wir haben Flaps 10, noch auf Flaps 20. So, Speed, Flaps Limit. Habe ich auch gesehen, das ist 235 Knots. Wetterradar, Terrain, wir machen mal Wetterradar ein. Das kann man hier auch machen. Vielleicht hier noch eine Range höher. Ah, genau. Wetterradar habe ich da mein Deck Alert, das passt eigentlich alles. Ja. Wir brauchen die volle Länge der Startbahn. Haben wir ganz viele europäische Flieger. Was ist das? Air New Zealand, Neuseeland. Okay. So, man sieht hier schön, also die Außenansicht ist wunderbar bei diesem Flieger. Die Texturen sind Hammer. Auch die Animationen, die Slats, die Flaps und ja, Autobrakes, die Speedbrakes. Ja, die sind jetzt nicht ausgefallen natürlich. So, Runway, Taxi Lights sind on. Ja, genau. So, wir können jetzt unsere Checkliste da anselektieren. Before Takeoff Checklist completed. Hier können wir noch auf Tara umstellen. Jetzt muss man schnell aber aufpassen, wo ich hinfahre. Ich muss mal schnell diese Ansicht machen. So, Tara. So, das passt. So, jetzt muss ich ein bisschen mit dem Riesenvogel da aufpassen. Ist schon ein bisschen anders die Steuerung. Ja, da müssen wir hin und da müssen wir jetzt kurz warten. Airbridge Cargo,
Contact Sheremetyevo Tower, 123.45, Airbridge Cargo, hold position, runway 07R25L busy. So, okay. Da müssen wir warten, jetzt ist gleich. Ja, da kommt noch eine gelandet wahrscheinlich. Ja, dann können wir noch das weitere Vorbereiten machen. So, Landing Lights on. Airbridge Cargo, continue taxi. Airbridge Cargo, Sheremetyevo Tower, line up runway 07 right, and wait. Line up and wait. Left is free, right is auch free. Ja, aber das ist Runway 06, das ist also das X-Life stimmt da noch nicht ganz überein mit Sheremetyevo, aber das ist nicht schlimm. So. Ungefähr kommt das hin, hä? Airbridge Cargo. Runway 07 right cleared for takeoff. Wind 38 degrees 3 knots. Gut. Right back. Okay. Flaps 20. Okay. Gut. Die Bremsen gehen da nicht so ganz durch. So, jetzt hat er's. Gut, dann machen wir mal Speed. 50%, Engine Stable und Takeoff Thrust. Hey, 80 Knots, ja, checked. We won. Rotate. Positiv Klimp. Ups, jetzt hat es gerade schön geruckelt. Und gear up. Airbridge Cargo. Contact Sheremetyevo approach 123.625. Airbridge Cargo, Sheremetyevo approach, radar contact, climb to flight level 65. Okay, wir fliegen jetzt noch ein bisschen manuell. Fuel low center, off. Okay, checked. Marker checked. Packs off haben wir nicht gemacht, das ist nicht so schlimm. Flaps 10. Airbridge Cargo, climb to flight level 360. Flight level 360. Ja, ich muss 360 eingeben, meine Geschwindigkeit passt sich da. Ich bin zu steil.
So, machen wir zuerst auf Autopilot. Autopilot on LNAV Flaps 1. Nur Flaps ab. So, das war jetzt kein Vorschauspiel, das war nicht so super. Speed, Auto da, das muss ich noch armen. So, jetzt passt es 250. LNAV. Und jetzt kann ich da Flaps ab. So, jetzt war's. War gerade ein bisschen hektisch. 360. Ja, was macht er? Wieso pitcht er mir down? Airbridge cargo. Decrease speed to Ja. 250 knots. Autopilot war ja nicht eingeschaltet, jetzt darum. So, das war ein kleiner Fehler. So, 360, kann ich das mal zu Ende machen. So, Speed Brakes disarmed. Flight Level Change, wir gehen auf 250, machen jetzt hier ein FLCH, Flight Level Change, dann ist das safe. So, und wir machen hier noch die Checklisten soweit durch. Da sind wir schon beim Descent. Okay. Ja, der Start war jetzt ein bisschen holprig. Ich habe da vergessen, den Autopiloten einzuschalten. So, das wäre Moskau da links unten. Ja, sieht wunderbar aus. So, das war's eigentlich. Wir sind jetzt schon über 10.000. Jetzt kann ich zwar auch auf Standard setzen. Hier kann ich jetzt mal auf VNAV. So, die Geschwindigkeiten, die hier set, VNAV. Und dann sind wir auf Safe. Wir gehen auf 338 Speed. Steigflug immer noch. Ja, wir haben hier einen Punkt verpasst. Jetzt Next ist. Dieser Punkt, doch, das ist richtig. Macht er alles richtig. Nur ich habe da mal ein bisschen was falsch gemacht mit dem Autopiloten am Anfang. Ich bin da ein bisschen nur rauf und runter und auch mit der Geschwindigkeit. Ja, wie gesagt, das ist halt immer ein bisschen verschieden. Macht aber nichts. So, das war's eigentlich vom Start her. Wir sehen uns bald wieder kurz vor Landung in Frankfurt. Das war der Start mit der Boeing 747 von Sheremetyevo aus. Ja, bis später und ciao zusammen. So, hallo und herzlich willkommen zurück im Cockpit von Airbridge Cargo am Boeing 747. Ich bin kurz vor dem Top of Descent und das geht noch ja, 10 Meilen, aber wir melden uns da schon bei der ATC mal an.
Ich mache mal hier einen Report. Airbridge Cargo. Descend at pilot's discretion to flight level 150. Expect Kilo Echo Romeo 07 November arrival. Runway 07 left in use. Airbridge Cargo. Descend at pilot's discretion to flight level 150. Expect Kilo Echo Romeo 07 Sierra arrival. Runway 07 center in okay, use. Okay, dann machen wir mal Flight Level 150. Ups. Signe die 1. So, einfach mal reinklicken. Flight Level 150. Und expecting Kero. Jetzt machen wir hier nochmal ein Arrival. Jetzt haben wir Kera to Mike. Und hier wird Kero 5F7 Sierra erwartet. Jetzt muss ich mal schauen, wieder im Chart, was das ist. Seven Sierra. Ah, das ist Kerox. 07 Sierra. Okay, das geht ein bisschen über die andere Seite. Das ist Kera 07. Kera 07 Sierra. Transition über Kerox. ILS 07 Center. Exec. Okay, und dann wären wir da Direct Velis, das passt noch. So, jetzt machen wir hier diesen Right Turn. Geschwindigkeit ist okay. Route Data. So, Fuel Consumption. Ich habe da ein bisschen zu knapp berechnet, merke ich gerade. Wenn wir dort sind, haben wir knapp Kerosin. Es wird für einen Durchstart fast gar nicht mehr reichen. Das ist fast zu wenig. Also das ist eigentlich absolutes Minimum. Wir haben hier 5 Tonnen Top of the Center, 5 Tonnen. Entschuldigung, das sind 5000 Pounds. Ja, also das wird nicht reichen. So, dann machen wir nochmals die Checkliste hier. Recall haben wir gemacht. Notes haben wir soweit gemacht. Autobrakes haben wir auf Medium. Autobrake 2. Landing Data. Schauen wir. Approach ist 07 Center. ILS gemäß Handbuch muss man ILS-Frequenz nirgends einstellen. Das macht er automatisch. Frequencies. VRF und so weiter, das stimmt, CRS ist 067. Und ja, soweit passt das. Minimums machen wir 200. 200. Position High 200. QNH ist, das habe ich ab und zu, dass hier die Pfeile jetzt nicht mehr kommen, keine Ahnung warum nicht. QNH war Altis Information schnell anschauen von Frankfurt, ist 1027. So, dann machen wir 1027. So. Landing Data, VRF Minimums, das haben wir auch gecheckt. Approach Briefing completed. Also wir machen Landebahn
07 Center in Frankfurt. Altimeters ist set. Ja, wir landen dann bei Flaps Full. So. Mal schauen, ob ich die Landung hinkriege. Jetzt sind wir bei Kerax. Das geht eigentlich jetzt relativ schnell. So, im Descent. Wir machen einen Optimal Descent mit Autopilot, also VNAV Descent. Wobei halt sollte eigentlich das, der Tank stimmen. Kerax, ja, das ist besser geworden. Ja, aber es ist auf jeden Fall knapp berechnet. Also ich habe zwar mit, glaube ich, das war anfangs mit 15 Reserven. Wir haben praktisch keine Reserve mehr. Wenn ich das da anschaue, PSA. Airbridge Cargo. Contact Frankfurt Approach 136.120. Contact Frankfurt Approach. Airbridge Cargo. Identified. Expect Kilo Echo Romeo 07 Sierra Arrival. ILS Approach Runway 07 Center. Descend to Flight Level 60. Flight Level 60. Altimeters haben wir gesetzt. Ja, das sieht ja gut aus, mal bis jetzt. Wetterradar kann ich einschalten. Ich weiß nicht, ob das Wetterradar überhaupt funktioniert. Keine Ahnung. So, aber da war ich im... Genau. Das ist... ja, man sieht es hier. Das ist ein bisschen knapp. Ja, jetzt sieht es ganz schlecht aus. Also, Runway 07 haben wir noch kein Kerosin mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird absolut knapp. Naja, schauen wir mal, was wir da machen können. So, jetzt schaue ich noch mal, was wir da im Tank haben. Alles ziemlich knapp. Okay. 8700 Pounds. Ja, das gibt schon mal keinen Spielraum mehr für einen Durchstart. Das auf sicher. Eigentlich noch Rückenwind, es ist auf Idle. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen in den besseren Bereich. Fuel hier an Runway 07 Center haben wir theoretisch dann noch 800 Pounds.
Wenn wir das so beibehalten können, reicht das noch für ein Taxi ans Gate. So, ich wechsle jetzt mal auf Vertical Speed. Ja. Jetzt ist es wieder 1,4. Aber wir sind eigentlich noch zu hoch. Wir steigen oder wir wir fliegen langsam da herunter. Also wir sinken zu langsam. Wir können da vielleicht noch ein bisschen schneller sinken. Wir gehen auf 1800. Speed 250 ist okay. Runway 07. Ja, Fuel sieht wieder ein bisschen besser aus. Ich glaube, die Flaps werden dann hier angezeigt, wie viel. Aber Limit ist hier die Flaps Limit. Flaps 1 by 285. Flaps 5, 265, 245. Okay, das heißt Minimum Speed, Maximum Flaps Full mache ich dann wahrscheinlich 160. Was sagt mir der Approach? Approach sagt mir 160 bei Flaps Full. 160, okay. Speed Maximum below flight level 100, Maximum 250 knots below flight level 100. Dort, wo wir jetzt anfliegen, ist Safe Altitude ist 3500. Wir haben das jetzt noch auf 6000.
Den Localizer müssen wir bei 4000 Jawohl, bei 4000 müssten wir den Localizer und den Glide Slope einfangen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich war mit dem Flieger noch nie auf ILS, oder ich habe es nicht geschafft, ILS anzutriggern. Ich bin aber, wie gesagt, schon lange nicht mehr geflogen. Mit dem Teil da. Jo, das sieht noch schön aus mit den Meshes da unten. So, was sagt mir das Kerosin? Ja, 3,8, wir schaffen das. Hier haben wir noch ein bisschen irgendwelche Texturfehler im Flieger. Da ist der Flughafen Frankfurt da vorne. Ja, und beim Start hatte ich dann noch vergessen, die Strobe einzuschalten. Das war aber halt, ja, mein Start. Okay, wir sind jetzt auf den Transition-Pfad. Okay, 4,8. Das sind ungefähr 2,2 Tonnen. Ah, das ist echt richtig knapp noch. Also das mit dem Kerosin habe ich mich verrechnet. Also ruhig noch ein bisschen mehr einberechnen, weil das ist jetzt ohne, da ist kein Durchstart mehr möglich. So, wir sind jetzt ein bisschen zu schnell. So, Hold ist aktiv.
London. Er macht noch ein L auf. Okay, wir sind unterhalb 10.000. Wir machen die Wing Lights an. Landing Lights. Runway Turnoff mache ich auch gleich. Taxi Lights auch. Ich vergesse die ganz bestimmt. Dann Anti-Ice. Airbridge Cargo. Decrease speed to 250 knots. Windows Heat. Anti-Ice ist auf Auto. Das passt. Fuel sieht jetzt nicht schlecht aus noch. Speed Brakes haben wir noch nicht gearmt. Flaps müssen wir dann setzen. Reducing now, also wir gehen einfach mit Vertical Speed ein bisschen höher. Airbridge Cargo. Ja. Decrease speed to 250 knots. Sonst hört sie nicht mehr auf. Airbridge Cargo. Decrease speed to 250 knots. Airbridge Cargo. Ja, das geht halt nicht so schnell mit so einem Flieger. So, Altitude. So, wir schalten hier um jetzt auf Heading, Holding. Airbridge Cargo, descend to 4000 feet, Quebec November Hotel 1026, transition level flight level 50. One zero two six. Okay, wir gehen mal mit dem Speed auch runter. Nicht, das war nicht der Speed, das ist Holding. So. Gehen da mal auf 220. Und machen hier mal Outbreaks ist Z. Flaps 1. Airbridge Cargo. Cleared for ILS approach runway 07 center. Report established. Gut, dann versuchen wir das jetzt mal mit den mit dem Approach. Ich glaube, ich müsste jetzt mal zuerst auf Approach wechseln. Localizer. Office Mode Nav Disagree.
Okay. Und wir gehen jetzt mal auf. Three, three, eight. F is more than enough. Disagree, genau. Jetzt müsste ich schnell schauen, wo ich das Teil da einstellen muss. Das ist nicht das Richtige. Also localize da, jetzt mache ich mal Approach. Mal schauen, ob er das hier nehmen kann. Ja, Localizer hat er nicht geahnt. Also das ist geahnt, aber der nimmt ihn nicht. Ja. Flaps. Gehen wir auf 200. Ah, das ist ja voll eklig. Ah, doch, Localizer hat er gecaptured jetzt. Wunderbar, Flaps 5. Ja, aber ich sehe hier die Maus nicht. Also Localizer haben wir. Ground Speed. Nee, Localizer hat da irgendwas Falsches. Ah, das ist ein Dreck. Er sagt mir ja irgendwie Green, aber das stimmt nicht. Das ist völlig falsch. Ich bin auf dem Kurs und mit leeren Tanks. So, das gefällt mir nicht. Autopilot off. Ich mache hier mal ein Airbridge Established. Cargo. Continue approach. Weil sonst meckert die mich die ganze Zeit an. Oder eben nicht. Okay. FMC Alert. Altitude Alert, okay. Airbridge Cargo, contact Tower 119.900. Airbridge Cargo, contact Frankfurt Tower 119.900. Airbridge Cargo, cleared to land runway 07 center, wind 297 degrees 5 knots.
Ich muss versuchen, hier nochmals den Punkt zu capturen. Ich versuche das nochmal mit dem Localizer. Nein, was macht der? Ah, ich mache das lieber manuell. Ich muss das mal noch üben, was ILS anbelangt. Sonst wäre ich da fast abgestürzt. Ja. Speed 180. Flaps 10. Nicht Brown auf, sondern einfach genau 180. Jetzt muss ich nur noch auf das die Runway achten. Kann ich manuell fliegen, weil ich habe jetzt das nicht gecheckt, wie das geht. Jetzt hätten wir zwar einen Glide Slope. Hier, jetzt ist es gearmt, ich versuche es nochmal. Dass er immer gleich so krass nach oben schnellen muss. So, diesmal hat er einen Localizer. Localizer hat er jetzt gecaptured. Jetzt stimmt's. Also irgendwie war das irgendwie voll schief. Da vorne ist 07 Center. Wir sind auf Flaps 10, dass auch die Geschwindigkeit da halten soll. Jetzt einfach so bleiben. So, jetzt stimmt auch das mit dem Approach. Jetzt hat er die Daten. Hier kommt der Glidepfad. So, ich war vielleicht einfach übereifrig. Jetzt sollte dann der Glideslope ist geahndet. Jetzt müsste dann auch Caption. Speed 180 ist ein bisschen auch knapp, aber das egal. Fuel Quantity ist sauknapp, gecheckt. Flaps 20. Glide slope captured. Gear down. Speed 160. Ja, jetzt ist es wieder Flaps full. Come on. Flaps full. Speed brakes armed. Flaps full. Checked. Gut. Wenigstens das hat er.
Land Tree, also jetzt machen wir, jetzt könnten wir sogar ein Autoland machen. Ja, das stimmt alles. 1000. Jetzt checkt. Autopilot off. Autotrust off. Durchstarthöhe habe ich jetzt nicht gemacht, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr. 300. Minimums. Continue. 200. Fifty, 40, 30, 20, 10. Reversers. Ups. Diesel. Eighty knots. Reverses off. Air bridge cargo. Take taxiway Lima 10. When vacated, contact ground 121.800. Doch, ich weiß gar nicht, wo Air Bridge Cargo so beheimatet ist in Frankfurt. Links oder rechts? Da ist besetzt. Fuel quantity low, out of this throttle off, disconnected. Yeah. Herzlich willkommen in Frankfurt. Okay. Wir gehen da mal raus. So, jetzt ruckelt es gerade, jetzt verwende ich da mal meinen Trick da. Ja, jetzt ist besser. So. Airbridge Cargo. Taxi to Bravo 46 via Lima 10. Lima, November 6. November. November Oscar November Alpha Mike Echo. No name, ja. Bravo 46. Wo ist denn das? Bravo 46, das ist glaube ich gar nicht weit weg. Wir sind jetzt, wo stehen wir? Ja. November 4. Dann nach links. Ja. Lima 10. Okay. So, mit dem Resten des Fuels noch ein Taxi. Okay, das kann man alles wieder hochfahren, die Speed Brakes. Ja.
flaps up. Flight director off. Komme ich überhaupt da durch? Alles knapp. Alles knapp. Bravo 4-6. Ist da. Naja, ich bin zwar ein Cargoflieger, aber macht nichts. Ich glaube nicht, dass da hier ein Jumbojet fahren kann. Der ist irgendwie zu groß. Was hat er mich erkannt? Ich weiß gar nicht, ob er mich da erkannt. Irgendwie schon. Aber irgendwie ist das auch fehlerhaft. Aber naja, egal. Ich bin auf der Linie. Noch ein bisschen weiter. So, Parking Brakes ist set. APU können wir mal starten. Und dann, ja, machen wir die Hydraulic Panel off. Flaps up, Parking Brakes ist set. Fuel Control Switches off. Das ist available jetzt. Sehr gut. Machen wir hier die Leads off. Lights off. Ja, jetzt kommt halt die Hand nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich habe nur den Pfeil. Navigation off, Strobe off, Wing Lights und Logo Lights kann ich mal off, on lassen und dann fahren wir die Triebwerke unten. Ja. So, das war's eigentlich gewesen. Ja, die Landung war jetzt nicht super. Aber ja, ungefähr fliegt so fliegt sich die A747. Also ausprobieren. Ich hatte jetzt mit dem ILS ein bisschen Schwierigkeiten und dann halt natürlich ein bisschen mehr Kerosin auftanken. Dann klappt das natürlich. Und ja, ich wünsche euch auch heute wieder eine schöne Woche, schönen Abend und bis bald. Ciao zusammen.